Hallo David, ich habe dich ja, wie bei WhatsApp schon erwähnt, bei WWE 2K19 bei dem Spiel erstellt. Und du wirst heute gegen einen richtigen Ochsen antreten, gegen Bill Goldberg. Der wiegt ungefähr ein Dreiviertel mehr wie du. Ja, du siehst ja, wie du aussiehst. Mit deiner Geste. Und deiner Managerin Lana, könnte auch Anal oder Anal heißen andersrum. Aber passt zu dir, so eine blonde Dreckschlampe da so an der Seite. Wollen wir mal sehen, wie dich Goldberg zerpflückt. Also ich spiele dich. Ich streng mich auf jeden Fall an, ich verspreche es dir. Ja? Sehen wir erstmal, wie du reinkommst. Ich habe dich wirklich gut erstellt, denke ich. Du könntest Catcher sein. Du könntest Catcher sein und Ketchup essen. Da wollen wir mal sehen. Gucken wir uns erstmal das Intro an. Oh, der guckt schon so bockig, der Goldberg. Und du machst hier so... Hier so ein Schlägerfaust. So. Na, wir werden sehen, ob dir deine Lana helfen kann. Ob sie den ablenken kann mit ihren Titten. Das können ja Frauen gut. Ablenken. It's a cut night show. Schöne Westernmusik. Ich habe dich ungefähr 80 Kilo schwer gemacht, David, und deine Schlampe aus dem Nacken, wie du siehst, die freut sich, die kannst du nachbumsen. Da freut ihr sich noch viel mehr. Das Event ist live, wie du siehst, und die Frisur steht ja, und ich kann mich dich auch mit so einer Lederjacke vorstellen, wie du in so einen Gatschring rein gehst. Mit deiner Putzmöppe, mit deinem Putzmob an den Füßen. Da kannst du nochmal in so einen Eimer rinstauchen, kannst keiner Fußboden wischen. Pass auf gleich, wenn du drin ist, was ich gemacht habe. Mit deinen kleinen Pornobalken vorne dran, das passt. Und deine Frisur. Deine Habicht-Havelek-Frisur. Ah! Ah! Havelek! Pass auf, wenn du gleich rein ist. Oh! Habe ich das nicht gut gemacht, David? Das steht ja doch. Genau, jetzt warte ab, schüttel dir schon mal den Arm aus, mach dich warm, mein Freund. Jetzt kommt ein richtiger Ochse. Guck, da klopft ja die Polizei an der Tür bei dem. Oh, die Polizei. Wie bei Familie Ritter. Die holten ab und bringen zum Ring. Und nimmt danach wieder mit. Der zerlegt dich, Junge. Das ist ein Ochse. Der könnte Türsteher sein. Mit so einer schwarzen Jacke einfach im Elferartig stehen. Kann ich mir richtig vorstellen. Das sind so welche. So aggressive Typen mit Glatze und Muskeln. Auch wenn es bloß ein Schließmuskel ist. Gucke. Jetzt. Oh, der guckt knatzig. Oh, der guckt nicht freundlich, David. Hoffentlich besiegst du den. Ich heb mich Mühe. Der macht schon wie so ein Bulle mit der Nase so. So, der Arsch raus. Den müsste man noch kennen. Den gab es damals bei der WCW, was auf DSF kam. Und der ist, glaube ich, immer noch aktiv. Das ist ein ganz schönes Rind. Müsste weit über 50 sein oder an über 50 auf jeden Fall. Der ist. Das ist ein Bulle. Aber privat ein ganz entspannter Typ. Ja, der lässt nochmal im Ring richtig sauer aus. Oh ja, mach dich auch warm, David. Sonst wird es in einem Zerrung bei dem. Genau, David. Strecke dich, dehne dich. Und jetzt
Jetzt, oh, ich muss mich anstrengen. Roslana. Jetzt, David. Streng dich an. Garceo. Genau, erstmal in den Rind. Und jetzt ins Kreuzer. Da plägt er in den Rind. Das tut weh. Na? One Count. Nicht mal ein One Count. Also, das müsste er so machen. Ins Kreuzer. Mit deiner Deutschlandflagge am Bild. Und jetzt. Jetzt! Der hat gesessen. Der hat gesessen. Ich finde, da kann man sich mal feiern, David, oder? Jawohl. Alter, jetzt ja. Und zack, klick. Und. Oh. Und. Oh, das ist ein Bulle. Den muss man mit Gewicht ummachen. Und in der Rinne machen. Der hat bestimmt gerade Spaghetti gefressen. Ich weiß auch nicht, wie die Steuerung geht, Alter. Und selbst vor. Der taumelt schon. Auch so einer, der am Wende Wasser einmal schlägt, einen roten Kopf kriegt. Garantiert. Nur auf hier pumpt. Der Typ. Sometimes momentum has a way of permanently swinging one way. Oh, that's what he wants to avoid here. Jetzt, Batz, die Nicke durch. But things certainly aren't looking good for him. He's got him covered. One. DDT. He's a long way from a three count, I can tell you that. Yeah, und den latscht man immer ins Kreuzerin. Das ist ein alter Mann, den muss man immer ins Kreuzerin latschen. Ab 50 kannst du ins Kreuzer latschen. Da tut das weh. Jetzt, David. Oh, mach ein Blatt. Und bumm! Spady stellt. Das war ein Trick. Das war doch ein Trick. Du bist doch viel jünger wie der. Der staubt schon mit Spänen vor Schmerzen. Gucke. Bang! Bang, genau. Bang! Bang, bang, Junge. Jetzt. Und mit Anlauf. Das ist im Ring. In der Ecke. Und eine Rolle rückwärts. Nur eine Rolle. Shoulder first. I think the ring just shifted. What a stomp. Will mal deinen Finish Move zeigen? Den sogenannten Samoan Driver. Dein Finish Move, David. Also wenn du den mal so bei mir machen würdest. Oh, das hat wehgetan. Ach, da schmerzt der Hand, mein Freund. Oh, da kann man sich feiern, David. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie du so im Ring stehst mit so einer Ferro-Show an. Oh, der ist aber zäh. Da, der ist zäh. Ich sag's. Aber ausgetrickst. Jetzt kommt der Samoan Driver, dein Finish-Move. Pass auf jetzt, nimm's klar auf die Schulter. Jetzt, wenn du hochkriegst, das ist ein Rind. Und Samoan Driver. Hopefully Goldberg can recover. Wow, let's see that again. Man, he is simply a walking highlight reel. Byron alluded to Goldberg's motivation. Da versuchen wir den zu pinnen. Deine blonde Schlampe draußen, die freut sich. Ja, wir haben gewonnen, David. Yes! Mit der Peitsche. Gucke jetzt die Wiederholung. Let's take another look at these guys in action. Das ist auch nur so ein Türsteher. Wenn du immer in jetzt, dann kriegst du einen roten Kopf. Und wenn du Wasser einmal schleppen musst, dann schafft es nicht. So ein typischer Türsteher-Typ. Und wenn da so ein Drahtier-Typ wie du kommt, dann hat er keine Chance, nämlich. Genau wie bei mich. Und das wissen die schon. Die Musik dazu, Alter, das passt zu dir. Kann ich mir vorstellen, wie du auf so ein Pferdchen sitzt und losreitest dazu zu der Musik. Hier ist der Winner. Oh, da kommt jemand, der greift ein, David. Der macht dich fertig. Wer ist das? Der British Bulldog, den gibt's gar nicht mehr. Der ist schon tot. Alter. Oh, das. Jetzt. Oh, Lana hilft dir. Pass auf jetzt. Der hilft Goldberg. Der British Bulldog. Den gibt's gar nicht mehr. Jetzt. Auf den springen wir drauf. Pass auf jetzt. Den verpasst man auch noch, Samoan Pile Driver. Der hebt auf, ein feiges Schwein, erst ingreifen und dann aufgeben, nach einem schönen Beinbrechergriff. Oh, der hebt nicht auf, der hat geklappt, das ist ein Betrüger. Oh, jetzt, oh, hast du mit der Hackenschuhe ins Maul rein, Alter, geil. So eine Frau brauchst du. What a stomp. Good grief. Mit der Hackenschuhe ins... Oh. Oh, David, jetzt mach doch mal.
Der mit seinem Großbritannien-Schlupper an, der fährt bestimmt Mini. Da, die Glattstehende Bohr. So eine brauchst du. So eine brauchst du als Frau. Na, das Publikum, das freut sich. Das war ein sehr guter Kampf. Sehr gut, aber nicht großartig.